Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potter Facts. Ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass jetzt ein Video ausgefallen ist, gestern das Video irgendwie auch nicht gekommen ist und erst heute kommt, aber ich war krank, ich hatte Grippe, ich lag im Bett, ich hatte Fieber und deshalb konnte ich kein Video machen. Und ja, ich würde sagen, ich labere jetzt nicht lange rum, sondern fange gleich mit den ersten Fakten an. Und zwar habe ich heute Loredana als Gast, also fang mal an. Fakt Nummer 1. Snape basiert tatsächlich auf einer wahren Person. Um genau zu sein, basiert er auf dem Chemielehrer von J.K. Rowling, was eventuell auch erklären würde, weshalb Snape Zaubertränke unterrichtet. Und dieser Mann wusste das überhaupt nicht bis zum dritten Buch, bis ihn dann ein Journalist ausfindig gemacht hat. Und dann war der auch erstmal nicht ganz so glücklich darüber, aber ein paar Jahre später hat er sich dann damit abgefunden und meinte auch, dass er eigentlich stolz darauf ist. Was vielleicht auch erklären würde, weshalb er dann sogar ein eigenes Buch geschrieben hat. Also eigentlich kann man sagen, dass alles gut gelaufen ist. Und ganz ehrlich, wenn jemand ein Buch schreiben würde, das so fantastisch ist und eine Figur darauf auf mich basiert wäre, dann wäre ich auch verdammt glücklich darüber. Außer vielleicht bei Dolores Umbridge, dann würde ich mir das doch nochmal überlegen, aber... Fakt Nummer 2. Snape kann seine Gedanken durch Oklomantik verbergen. Ebenso kann er durch Leglimantik die Gedanken von anderen Menschen lesen. Fakt Nummer 3. Severus Snapes Name ist ein Anagramm. Was bedeutet, dass man die Buchstaben nehmen kann, vermischen kann und dann entsteht etwas mit einer neuen Bedeutung. Und um genau zu sein, kommen dabei 4 neue Bedeutungen raus. Perseus ist ein Held aus der griechischen Mythologie und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich habe nämlich keinen Plan, ehrlich gesagt, der sich, wie viele andere griechischen Helden auch, auf eine gefährliche Reise begeben musste, um seine heißgeliebte Prinzessin zu erobern. Was dann eventuell Sinn machen könnte, weil Evans der Mädchenname von Lily ist. Und was auch noch interessant ist, ist, dass Perseus Medusa das Haupt abgeschlagen hat. Und genau, das ist die nette Dame mit den Schlangenhaaren und die nebenbei auch noch so die Fähigkeit hat, Leute mit ihrem bloßen Anblick zu versteinern. Und an wen erinnert uns das? Richtig, an den Basilisken. Das zweite Anagramm, was sich aus Snapes Namen ergibt, ist Percy Evans, was bedeuten könnte, dass er Lily verfolgt hat, entweder um sie zu töten oder aber um eine Beziehung mit ihr zu haben, was wahrscheinlicher ist. Wobei man sagen muss, dass dieses Anagramm nicht hundertprozentig passt, da Percy's eigentlich anders geschrieben wird. Aber es könnte sein, dass J.K. Rowling es einfach freiwillig falsch gemacht hat, weil künstlerische Freiheit und so. Das dritte Anagramm ist Save Pureness, was so viel bedeutet wie Reinheit retten, Reinheit aufbewahren. Und ich glaube, für alle, die die Harry Potter Geschichte kennen, muss ich da jetzt auch nicht so viel mehr zu sagen. Das letzte Anagramm ist Perusus Evans, was dann so viel bedeuten würde wie Lily genau unter die Lupe nehmen, aber... Fakt Nummer 4. Snapes Eltern sind Alan Prince und Tobias Snape. Sein Vater war ein Muggel und seine Mutter war ein Reinblut, weshalb er sich in Hogwarts der Halbblutprinz genannt hat. Fakt Nummer 5. Harry Potter höchstpersönlich hat seinen zweiten Sohn nach Snape und Dumbledore benannt und das ist auch der einzige Sohn, der die Augen von Lily vererbt bekommen hat. Fakt Nummer 6. Snapes erster Satz zu Harry war: Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? Dies bedeutet eigentlich, ich bedauere Lilis Tod. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier ist mein Gast, die liebe Loredana, verlinkt. Hier oben könnt ihr mich abonnieren oder einen Daumen nach oben hier lassen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.